die politische Diskussion in diesem Land wird momentan von bundespolitischen Themen beherrscht. Das ist verständlich, denn viele Bürger machen sich Gedanken über die Zukunft. Wenn wir die Zuwanderung aus anderen Kulturen kritisch diskutieren, so tun wir dies nicht, weil wir ausländerfeindlich sind. Wir wissen, welche Probleme uns erwarten. Wir fürchten schon bekannte negative Folgen für unsere Gesellschaft. Schon jetzt sind in unserem Land Parallelgesellschaften entstanden und diese bedrohen den inneren Frieden. Denn es gibt einen Grundsatz. Eine offene und freie Gesellschaft kann nur auf der Basis gemeinsamer Werte bestehen. Deshalb müssen wir für unsere Werte eintreten und streiten, denn sonst sind wir in einigen Jahren auch ein Failed State, ein Staat, der nicht mehr funktioniert. Oft wird behauptet, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung Zuwanderung brauchen. Aber die Probleme der demografischen Entwicklung können wir nach meiner Meinung nicht mit einer Zuwanderung aus anderen Kulturen lösen. Eine solche Zuwanderung schafft, wie bereits gesagt, große Probleme. Wir brauchen stattdessen eine gute Familienpolitik und wir brauchen mehr eigene Kinder. Alle anderen Überlegungen. Alle anderen Überlegungen sind für mich Selbstaufgaben. Aber ich möchte mich jetzt hauptsächlich mit landespolitischen Themen beschäftigen. Nordrhein-Westfalen, unser Land, ist zurzeit nicht gut aufgestellt. Und das liegt an einer falschen Politik, einer völlig falschen Politik der letzten Jahre. Bei den kommenden Landtagswahlen haben wir die Möglichkeit, die Weichen neu zu stellen. Ich nehme ein paar Beispiele. Die Schüler und Eltern leben und leiden auf der Dauerbaustelle der grünen Schulpolitik. Die Grünen träumen sich in der Schulpolitik einfach alle praktischen Sachverhalte weg und die gefährden damit die Zukunft der Kinder, der Schüler. Und bei der Umsetzung der schulischen Inklusion, beziehungsweise G8, da haben wir doch alle die Konzeptionslosigkeit der Schulministerin Löhrmann gesehen. Ich bin der Meinung, diesem Schulchaos, diesem rot-grünen Schulchaos, müssen wir unsere eigenen Konzepte entgegenstellen. Wir brauchen eine gute Schulpolitik für alle Kinder. Unsere Mapo-Infrastruktur, die ist ein moderner Industrieland für mich nötig. Und der Zerfall der Infrastruktur hat auch ganz gravierende Folgen. Denn sind wichtige Straßenverbindungen nicht mehr in vollem Umfang nutzbar, entsteht ein erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden. Aufgrund meiner Erfahrungen im Regionalrat Köln kann ich berichten, dass zu wenig Finanzmittel zur Verfügung stehen. Hier müssen wir dringend umsteuern. Ich bin der Meinung, der Erhalt der Infrastruktur auf allen Gebieten ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen Zukunftsaufgaben. Wir müssen uns auch für den Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung einsetzen. Auch dazu zählt, dass wir ausreichende Finanzierung der städtischen Haushalte brauchen. Die rot-grüne Landesregierung hat versucht, dieses Problem mit einem kommunalen Finanzausgleich zu lösen. Aber da hat sie nach meiner Meinung nur bewiesen, dass sie in Finanzfragen völlig inkompetent ist. Wir brauchen keine Abenteuerspielplätze für die Finanzmathematiker, sondern wir brauchen noch einmal eine solide Finanzierung der städtischen Haushalte. Aber den zurzeit größten Mangel sehe ich in der Industriepolitik der Landesregierung. Wie alle linken Regierungen ist auch die jetzige Landesregierung unfähig, gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft herzustellen. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass unser Land bei der wirtschaftlichen Entwicklung hinterherhinkt. Der andauernde Verlust von gut bezahlten Arbeitsplätzen in der Industrie, diesen Verlust können wir nicht mit der Ansiedlung von Logistik- und Dienstleistungsunternehmen kompensieren. Mit ihrer industriefeindlichen Politik fördert die Landesregierung die Verarmung der arbeitenden Bevölkerung. Und zu dieser Erkenntnis sind aus meiner Sicht linke Politiker nicht in der Lage. Linke Politiker lieben Bürokratie und Verwaltung über alles. Die Verwirklichung des Sozialstaates besteht für sie darin, jeden Bürger im sozialen Netz zu fesseln. Und am Ende dieses Prozesses befinden wir uns alle in der Sozialknechtschaft. Die falsche Energiepolitik in diesem Land wird uns teuer zu stehen kommen. Bestandteil früher Übereinkünfte von Politik und Energiewirtschaft waren stets der Gedanke, dass aus den Erlösen eines funktionierenden Geschäftsbetriebs Kosten für Anlagenrückbau und Renaturierung gezahlt werden.
aber diese Übereinkunft trägt nicht mehr. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass der Irgendwann mit unseren Steuergeldern eintreten und Kosten übernehmen müssen. Dieses Thema möchte ich gerne aus dem Regionalrat Köln mit in den Landtag nehmen und dort behandeln. Wir brauchen eine neue Politik. Wir brauchen eine Politik im Sinne von Mut zur Zukunft und dem Willen zur Gestaltung. Und hier zeigt unser Landeswahlprogramm die richtige Richtung. Ich möchte bei der Umsetzung mitwirken. Aufgrund meiner Erfahrung im Beruf und politischer Arbeit kann ich mir eine Mitarbeit in einer AfD-Fraktion vorstellen, auf verschiedenen Gebieten. Im Bereich der Kommunalpolitik, ich bin fachpolitischer Landessprecher für Kommunalpolitik und im Regionalrat Köln und im Kreistag habe ich in den letzten Jahren Erfahrungen gesammelt. Im Bereich Schule und Weiterbildung, ich war viele Jahre Mitglied im Vorstand des Elternvereins, NRW, und diese Arbeit führt mich nun im Landesfachausschuss Schule und Bildung fort. Ich habe unser Wahlprogramm bei einigen Themen wie der Inklusion mitgestaltet. Im Bereich der Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Als Mitglied im Regionalrat Köln bin ich mit der für Wirtschaft und Industrie wichtigen Regionalplan vertraut. Und aufgrund meiner Mitgliedschaft im Braunkohleausschuss beschäftige ich mich seit 2 Jahren sehr intensiv mit Energiepolitik. Und im Bereich Haushalt und Finanzen. In den letzten Jahren konnte ich bei meiner Gremienarbeit Erfahrung im Haushaltsrecht sammeln. Als Prokuristen am Handelshaus bin ich für Finanz- und Recht zuständig. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meine Bewerbung unterstützen, mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme schenken. Danke sehr. Dankeschön, Herr Spendler. Wir beginnen diesmal links vorne mit der ersten Frage. Uwe Baumann, Stadtverband Aachen. Eine Frage bezüglich der Schulpolitik, die Sie verändern wollen. Wie sieht das konkret aus? Was wollen Sie dort angehen? Also erst einmal müsste wahrscheinlich wieder etwas Schulpolitik gemacht werden. Denn das, was wir im Augenblick an Schulpolitik sehen, ist noch eine Katastrophe. Wir nehmen das einfach mal als Beispiel die Diskussion um G8, G9. Also meine Kinder stecken in der G8-Schlaufe im Augenblick drin und ich muss sagen, es ist für die Kinder wirklich sehr hart, sehr brutal, Freizeit findet kaum noch statt. Nun, jetzt sind wir zu diesem Punkt angekommen. Die Schulen haben sich neu organisiert und was passiert jetzt? Wir kriegen eine Diskussion über G9. Logischerweise, wenn die Schulen dort ordentlich weiterhalten, haben wir eines Tages eine Unvergleichbarkeit der Schulstrukturen an einer Stadt, an einem Standort. Früher haben wir uns geärgert, dass wir von nochmal das Rad nach Bayern umgezogen, wir konnten nicht mehr in die gleichen Klassen unsere Kinder bringen. Heute wird es so sein, dass die Schulen ab auch eine Stelle unvergleichbar werden. Die Schullandschaft wird von den Grünen völlig fragmentiert. Da müssen wir ein System rein. Zweite Frage nach rechts. Clara Müller, Kreisverband Aachen. Herr Spendrath, Sie haben ja schon ein paar Mal Mandatsträger auf umliegender Kreise eingeladen zu Informationsveranstaltungen. Beim letzten Mal war ein Vertreter von RWE anwesend. Jetzt ist es so, dass einige Energiekonzerne ihre konventionellen Kraftwerke momentan an Investoren verkaufen. Was halten Sie davon? Also der Verkauf der Kraftwerkstechniken, also der konventionellen Kraftwerke, durch RWE, aber jetzt auch durch Vattenfall, also RWE verkauft nicht die Spannung, aber auch Vattenfall verkauft, und auch Mittag ist verkauft worden, halte ich für ein ganz großes Warnsignal. Warum denn eigentlich? Wenn die großen Energiekonzerne plötzlich ihre konventionellen Kraftwerke gar nicht mehr betreiben wollen, sondern einen tschechischen Investor verkaufen, dann haben die ja sicherlich ihre Gründe für. Und ich befürchte, dass dieser Investor dauerhaft nicht unbedingt vorhat, sich um die nochmals fettische oder deutsche Industrie-Energiepolitik verdient zu machen, sondern ich sage ganz ehrlich, ich denke, am Ende des Tages wird er versuchen, der Kasse zu flüchten. Und wir sehen jetzt schon, dass nach der Übernahme dieser Konzerne Reserven aufgelöst werden und Rückstellungen aufgelöst werden und dann ein Mutterkonzern bewiesen werden. Das heißt, jetzt schon wird der finanzielle Stock der Konzerne ausgelöst. Große Gefahr für unseren Steuerzahler. Nächste Frage an Valenz wieder. Ja, mein Name ist Lothar Wegner, ich bin Sprecher des Wahlen in Ausrichten. Herr Spellmann, ich hätte einige Fragen. Ich hätte einige Fragen, zumal Sie jetzt sehr breit aufgestellt sind, aber als Lehrer würde ich nochmal gerne zurückkommen zur Situation in den Schulen. Ich wäre interessiert an Ihrer Meinung und Ihrer Einschätzung der Inklusion. Mit dem Thema Inklusion habe ich mich schon vor vielen Jahren im Elternverein Nordrhein-Westfalen beschäftigt und habe dazu auch einige Ausarbeitungen gemacht. Ich kann nur sagen, dass ich das System der Förderschulen immer als sehr gut empfunden habe.
Förderschulen im ursprünglichen Sinn hatten das Ziel, Kindern die Möglichkeit, die Lebensperspektive zu geben, möglichst umfangreichen gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Kinder, die jetzt im Rahmen der Inklusion die Regelschule besuchen, erhalten dort keinesfalls die gleiche qualifizierte Förderung. Für mich sind Kinder, die in diesem Inklusionsschlauch wie kleine geraten, am Ende die Verlierer. Und das darf nicht sein, denn wir brauchen, wie gesagt, eine gute Schulpolitik für alle Kinder. Ich würde die Frage einmal recht. Christian Lose, KV Bochum. Herr Spenrath, mit Ihrer Expertise, die Sie haben, passen Sie da perfekt eigentlich aus diesem Unterausschuss für Bergbausicherheit. Ist das richtig? Können Sie uns da unterstützen? Also ich würde das ganz gerne machen. Jetzt muss ich allerdings sagen, Sie wissen ja, die Braunkohle findet über den Boden statt. Und Ihr Thema Bergbausicherheit hat bisher bei meinen Kollegen keine große Rolle gespielt. Aber Bergbausicherheit ist sicherlich auch weiter gefasst als die reine Technik der Sicherheit der Mitarbeiter. Wir haben ja in dem Bereich der Braunkohle ganz andere Probleme zu bewältigen. Das heißt, wir werden ja auch zukünftig noch mit Umweltfragen zu tun haben. Und wir werden natürlich auch mit der Sicherung der Grundwasserstöcke weiträumig zu tun haben. Und da kommt ja noch viel auf uns zu. Die Restseen werden entstehen. Es wird ein Wahnsinnsaufwand werden. Und im Regionalrat Köln, im Braunkohleausschuss, mit dem Planungsgremium wird darüber heftig diskutiert. Das bringe ich gerne mit. So, rein theoretisch hätten wir noch eine Frage über. Ich sehe allerdings niemanden mehr an dem Mikrofon, sodass ich mich bei Herrn Spenrath bedanken darf. Ich danke. Im Übrigen sind entfallen auch Herrn David Eckert 115 und auch Herrn Jürgen Spenrath 182 Stimmen. Herr Spenrath ist gewählt und wir haben Wahl an.